Hi, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Relentless. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Relentless, the unspoken truth behind success. Oh, es war was Cooles diese Woche. Und zwar, ich wurde nach Cancun eingeladen von der NPC. Die hat dort die Cancun Classic veranstaltet und hat mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, vielleicht einen Gastauftritt zu machen. Und für mich gibt es natürlich nichts Geileres als eine Kür vor Publikum auf der Bühne zu präsentieren. Habe ich gesagt, na klar, habe mir da eine coole Kür überlegt und die durfte ich dann dort quasi 2,5 Minuten lang performen und hatte einen wirklich coolen Tag, coole Leute. Wir haben sehr viele neue Menschen, Athleten kennengelernt und ich finde es sowieso immer cool, wenn man auf Wettkämpfen ist, man riecht so diese Farbe, die Leute sind aufgeregt, man kommt in diesen Wettkampfmodus. Es macht dann schon Spaß. Also es ist total cool, wenn du dich sowieso mit Leuten irgendwie zusammentust, die dasselbe machen wie du. Und natürlich fühlt es sich cool an, wenn du dann mit den Jungs zusammen abends beim Essen sitzt, quatschen kannst, sie dir Fragen stellen, du dir vielleicht noch helfen kannst. Also ich fühle mich dabei immer super cool und gut, weil ich kann denen vielleicht den einen oder anderen Tipp beim Posen geben. Nichtsdestotrotz, sehr gelungener Gastauftritt. Hat alles super geklappt. Arturo hat uns dorthin gefahren nach Cancun. Zum Glück hat sich die Show dann auch angeguckt oder mein Gastauftritt angeguckt. Und abends waren wir dann alle gemeinsam noch in einem brasilianischen Restaurant. Ich konnte jetzt natürlich nicht reinhauen, weil ich da jetzt auf Diät bin natürlich, aber den anderen sei es gegönnt. Und es war auf jeden Fall cool, mit allen zusammenzusitzen. Und am nächsten Tag sind wir dann direkt nach Mexico City geflogen. Denn wie ihr vielleicht wisst, Eduardo, der mit mir letztes Jahr auf der Olympia war, der lebt dort und seine Tochter hatte Geburtstag. Letztes Jahr war ich dort, da wurde sie 11, da hat sie haben wir so ein Bastelkit gekauft und dann haben wir uns Armbänder gebastelt. Ich habe ihr Armband übrigens immer noch hier, nach einem Jahr, also das war so ein aus Plastik, ihr kennt das für Kinder eigentlich, also sie ist ein Kind, aber sie ist sehr erwachsen für 11. Und dann haben wir das Bändchen gebastelt und dann haben wir gedacht, ey, wir haben Eduardo jetzt schon monatelang nicht gesehen. Wir haben Weihnachten zusammen verbracht und jetzt sind wir in Mexiko. Allerdings Mexico City und Playa sind 3 Stunden Flugzeit entfernt. Also es ist nicht einfach mal eine halbe Stunde rüberfahren. Auf jeden Fall sind wir dann dorthin geflogen und waren dort 3 Tage lang. Das war wirklich cool. Oh, habe ich mich gefreut, als ich die gesehen habe. Also ich muss schon sagen, Eduardos Familie ist auch meine Familie und seine Mutter hat mich auch so offiziell, wie man das sagen kann. In Mexiko ist Oma und Opa immer noch Familienoberhaupt. Und wenn die sagen, der gehört zur Familie, dann gehörst du da dazu. Und letztes Jahr hat sie mich quasi als Sohn adoptiert, also als Eduardos Bruder. Und also wir sind wirklich sehr, sehr, sehr eng und sehr, sehr dick. Und ich bin wirklich froh, dass ich ihn habe. Und dann waren wir dort. Lexa ist total ausgeflippt, kam direkt angesprungen mit Umarmung. Und die ganze Familie war da, die haben sich alle erinnert, haben sich alle gefreut, dass wir da waren. Es war eine wirklich, wirklich schöne Zeit. Da gab es dann noch, das war cool, ich konnte von Chilango Meals, das ist eine Meal Prep Company, die eigentlich gesundes Essen herstellt und versendet. Die machen auch Pancakes. Und dann habe ich für Alexa 4 so Pancake Tower bestellt, mit ihren Buchstaben drauf, mit Oreos, M&Ms, Donuts, Lucky Charms mit Müsli, mit allem. Also da hat wirklich nichts gefehlt. Das war Diabetes mal 4 in Tauern. Also es war wirklich, wirklich gut. Das Essen, was sie mir vorgekocht haben, war aufs Gramm genau, hat alles picobello gepasst. Ich muss mich um gar nichts kümmern. Das kam an 2 Tagen, wurde es geliefert. Für jeweils 2 Tage. Den Rest habe ich dem Eduardo überlassen, als ich dann gestern Mittag geflogen bin. Auf jeden Fall war das eine wirklich tolle Zeit in Mexico City. Das Coole bei dem Gastauftritt war, dass du natürlich nicht so den Druck hast, wie wenn du jetzt auf die Wettkampfbühne gehst, um einen Wettkampf zu machen, um dich mit anderen zu messen. Sondern du gehst dorthin, bist eigentlich dort nur für Spaß und versuchst auch, den Spaß mit dem Publikum zu teilen. Und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Das unterscheidet sich natürlich vom Wettkampfgeschehen. Wenn du auf dem Wettkampf bist, muss alles perfekt sein, die Farbe muss perfekt sein, das Warm-up muss perfekt zur Zeit passen, bis du geladen bist, ob du genug entwässert hast, ob du voll bist, ob du krampfig bist. Und das ist bei einem Gastauftritt natürlich alles nicht so wichtig, weil du entwässerst nicht stark, du machst jetzt keinen riesen Tamtam, um möglichst brutal geil auszusehen,
sondern da geht es wie gesagt um andere Sachen und deswegen ist es ein bisschen entspannter. Was übelst cool war an diesem Wettkampftag, an diesem Gastauftritt, ich wurde voll freundlich empfangen und dann haben sie gefragt, ob ich irgendwo einen speziellen Platz haben will, weil ich hatte Waist Trainer dabei, ich habe ja 200 Waist Trainer, haben sie gefragt, ah, willst du die verkaufen, cool, wir holen dir einen Tisch und dann wurde ich quasi eingeführt, wie das alles abläuft, wann ich wann dran bin, nach welcher Klasse und ich wurde gefragt, ob ich Pokale übergeben darf. Das ist die größte Ehre, also finde ich als Sportler, dass du als Person so wichtig bist, wie auch, also ich weiß nicht, ob das was mit Wichtigsein zu tun hat, aber dass man dir die Ehre übergibt, jemand anderem zu beglückwünschen für seine Leistung. Und ich habe mit seiner Leistung ja gar nichts zu tun, aber ich darf ihm beglückwünschen, ich darf diesen Pokal übergeben und den Gürtel an der Stelle. Das war richtig cool, Mann. Das hat mir voll gefallen. Nach dem Gastauftritt, also ich habe versucht, das ein bisschen klug zu machen. Ich habe 2 Tage vor dem Gastauftritt meine Kohlenhydrate etwas reduziert und dann am Vortag etwas mehr gegessen, sodass ich ein bisschen leerer und ein bisschen voller bin. Also wir haben jetzt keine riesen Entwässerung und Auf- und Entladen und so ein Kram gemacht, aber dass ich einfach ein gutes Gefühl dafür habe. Und direkt einen Tag, dann 2 Tage danach schreibt Neil, wir machen Formcheck. Und natürlich durch den ganzen Flug, also wir sind gestern Mittag gekommen, wir haben relativ kurz nur geschlafen, weil wir morgens um, weiß nicht, 6, 7 raus sind für Cardio. Und dann mit dem ganzen Flugstress, natürlich hatte ich mehr Wasser, also war mein Gewicht hoch. Und jetzt habe ich, blöder Zeitpunkt, aber jetzt muss ich Neil halt direkt einen Formcheck schicken und mein Gewicht war hoch. Das heißt, entweder kriege ich jetzt richtig eine rein. Oder wir machen die Diät weiter. Wir sind jetzt, Stand jetzt, 11,5 Wochen zu Olympia. Also alle Videos, die ihr seht, sind ein bisschen zeitversetzt, 3 Wochen ungefähr. Und mein Gewicht ist jetzt ungefähr so 8 Kilo über Stage Weight. Also zum Gastposing waren es 96, das heißt so 5, 6 Kilo drüber. Jetzt hatte ich 97, 98, das heißt so 7, 8 Kilo drüber. Ich denke aber, dass sich das bald relativiert, wenn das Flugwasser raus ist, zu morgen, übermorgen, wird mein Gewicht auch wieder niedriger sein. Ich glaube aber, ich habe es im Gefühl, im Urin, in meiner Blase, in meinen Genitalien, dass ich eine neue Diät kriege. Und die wird wahrscheinlich der Low-Plan sein. Aktuell hatte ich einen Baseline-Plan und ab und zu mal einen Refeed. Und jetzt geht es in die andere Richtung, Baseline und Low. Ab und zu kriege ich vielleicht ein bisschen was extra zu essen, aber Gewicht muss jetzt runter. Das Ziel ist, nicht so voll und rund und breit und brutal zu sein, sondern einfach so hart wie möglich. Das ist das Ziel. Ich weiß jetzt leider noch nicht, wie weit ich meinen Körper pushen kann, um wirklich so crispy zu sein wie nötig, denn ich muss härter sein als jemals ein Classic-Athlet gewesen ist, ansonsten habe ich keine Chance. Das Lineup dieses Jahr ist unglaublich gut. Wir haben fast 50 Classic-Physik-Profi-qualifizierte Olympia-Athleten. Und erstmal musst du da nicht, also du darfst nicht untergehen, Punkt 1. Punkt 2, musst du so dominant sein, dass du im ersten, zweiten Callout bist, um eventuell eine Chance zu bekommen, ins Finale zu kommen. Also das ist schon heftig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht machbar ist. Es ist machbar auf jeden Fall, nur sehr, sehr schwierig. Und das ist die Kunst für dieses Jahr. Ich muss mal was zu diesem Relentless Teil 3 sagen. Das ist jetzt, wie gesagt, ein paar Wochen her, dass ich den gedreht habe. Da war ich krank, mir ging es total schlecht. Und wie als hätte ich es gewusst, haben natürlich einige Leute das so umgedreht, als wenn ich jetzt keinen Bock mehr hätte, Bodybuilding zu machen, als wäre ich voll negativ. Nein, mir ging es nur tatsächlich nicht gut. Und ich habe versprochen, Relentless ist direkt, straight, real, ohne Rumgebabbel, sondern wenn es mir scheiße geht, dann sage ich auch das Wort Scheiße. Und es gibt so zart beseitete Menschen, die regen sich dann maßlos drüber auf. Leute, ich bin kein asozialer, was auch immer, weil ich das Wort Scheiße benutze oder sehr direkt und sehr deutlich und hart spreche. So bin ich. Und ist es auch okay, wenn es nicht jeder mag oder sagt, dass es in dem Profisport nichts zu suchen hat, aber am Ende des Tages bin genau ich das. So rede ich in der Freizeit, so rede ich mit meinen Freunden und die wissen das halt auch einfach, dass ich so bin. Wenn ich sage, ey, das war richtig beschissen, dann wissen die, okay, der rastet jetzt nicht aus, sondern das ist so seine Redeart. Und ich fand es einfach so schade, dass es so gedreht wurde und ne, wenn dann einer sowas schreibt, dann kommen wieder 5, 6 andere dahinter, die das dann irgendwie bekräftigen.
die Leute, die das nicht so sehen, die sind dann so ein bisschen leiser, weil die natürlich nicht gegen 100 Leute diskutieren wollen. Vielleicht ist es denen auch einfach zu blöd und vielleicht sollte es mir auch einfach zu blöd sein. Aber auf der anderen Seite ist mir natürlich wichtig, dass ich die Leute glücklich mache. Also das ist ja das Ziel der Videos, macht es ja nicht für mich, dass ich mich auf YouTube angucken kann, sondern dass andere Leute das sehen und sagen, ey, das ist cool, das kann ich vertreten, das würde ich auch so machen, das ist nicht so cool, aber wenn es funktioniert, ne, ihr wisst, was ich meine. Und wenn du dir Mühe machst, du setzt dich hin, man schneidet das Ganze und dann kriegt man so viel Negatives zurück, da verliert man sehr schnell irgendwie die Lust da drauf. Und ich musste, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen kämpfen, nicht zu sagen, hey, wir lassen das Ganze mit Relentless und Videos, weil wenn es dann so im Hate und in so viel Negativem ausartet, dann lohnt sich das doch eigentlich gar nicht. Deswegen, wir machen jetzt noch, ne, Relentless machen wir weiter. Ich muss aber ganz auch ehrlich sagen, wenn ich merke, dass das wenn es mir nicht gut tut, wenn es sich für mich nicht gut anfühlt, dann werde ich es auch sein lassen. Ich habe jetzt auch schon angefangen, Instagram runterzuschrauben und die ganzen Social Media Sachen, weil mir persönlich gibt es jetzt nicht so viel. Ich will lieber positiv Dinge verändern und mit Menschen zusammen coole Sachen machen. Und wenn das einfach nicht so hinhaut, wenn man mich falsch versteht oder wenn man das, was ich mache, einfach nicht mag, ist das okay. Aber auf der anderen Seite kann ich mir das dann auch sparen. Soll es nicht rumgebitscht sein oder rumgejammert oder wie auch immer. Ich meine, ich bin von Beruf Jammerfeld und Salatfeld und Metro und was auch immer, mit gemachten Augenbrauen und keine Ahnung, schwul und keine Ahnung, was auch immer. Am Ende des Tages ist aber wichtig, dass für mich auch ein bisschen was zurückkommt, weil sonst ist ja auch einfach Quatsch. Ja Leute, das war's jetzt mit Relentless. Ich hoffe, euch gefällt es, ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch wenn es mal ein bisschen negativer sein kann oder auch mal positiver, euphorisch oder abgefuckt. Aber das wird echt, ich habe es versprochen, nehmt nicht alles für bare Münze. Ich habe das im letzten, also in Relentless 3 schon ganz, ganz häufig gesagt, nehmt es bitte nicht für bare Münze. Jeder hat mal andere Stimmungen und es ist leider etwas ausgeartet. Ich war sehr unglücklich darüber. Deswegen werde ich mich jetzt auch in Zukunft etwas... Ich werde darüber nachdenken, was ich sage und nicht einfach raushauen, weil im Endeffekt kommt nur ein Haufen Scheiße bei raus. Viele, die das jetzt gesehen haben, nehmen es doch für bare Münze. However, hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt und wir sehen uns bei der nächsten Episode Relentless.